Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir gerade dabei waren, Osmium und Zeolit zu sammeln und noch einige andere Ressourcen, weil wir die Automatik vorantreiben wollten. Und ja, ich habe ja, wie ihr seht, Honig und Wasser, damit ich halt immer mal meinen Stand etwas auffrischen kann. Unter anderem hatten wir beim letzten Mal auch hier nochmal ordentlich nachgelegt, was die Menge anbetrifft. Wobei, ich kann das ja mal hier als Bild nutzen. Ich hoffe, das ist ein gutes Bild geworden. Ich gucke mal ganz fix im Ordner nach. Ja, sehr schön. Vorteil am PC, man hat keine verwackelten Bilder, wenn man sich bewegt, denn es gibt keine Art Autofokus oder sowas in der Art. So, wie schon gesagt, habe ich ja das beim letzten Mal abgecratet, indem ich halt noch mehr hingebaut habe. Und ja, jetzt sind wir gerade dabei, unsere Automatik weiter auszuarbeiten. Hier sind immer noch die Schmetterlinge drinne. Ja, Superlegierung liegt hier jetzt auch ganz viel herum durch den ganzen Meteorhagel gerade. Okay, machen wir ganz kurz einen kleinen Cut, Leute. Ach Leute, ich dachte gerade, da sind ein paar Spinner draußen, die Musik machen. Nein, viel schöner. Es ist Laternenumzug. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Wir haben heute den 28., wo ich gerade aufnehme, Leute. Das möchte ich nochmal ganz kurz vermerken. Es ist gerade Laternenumzug bei uns. Finde ich schön, ist in Ordnung. Aber ich muss ja trotzdem aufpassen, wegen Copyright-Musik, die sie ja laufen lassen. Von daher, ich mache einen kurzen Cut. Ich bin gleich wieder da, springe auch extra nochmal ins Hauptmenü. Und würde sagen, es geht dann einfach gleich weiter, wenn der Umzug an Haus vorbei ist. Von daher, bis gleich. So Leute, weiter kann es gehen. Der Umzug ist etwas weitergezogen. Ich muss nur darauf achten. Deswegen habe ich ein Ohr frei, nebenbei erwähnt sei. Wenn die wieder rumkommen, da ich dann direkt ausmache, also sprich dann direkt kurz einen kleinen Cut mache, denn schließlich gehört die Musik, die da lief, gerade tatsächlich, ich habe nachgeguckt, das Liedchen hieß Wir wollen Laterne laufen. Das gehört tatsächlich ein Schlagersänger anscheinend, also einer Person. Ich gucke noch mal nach gerade, ich bin mir sonst nicht zu 100% sicher mehr. Ich mache mal ganz kurz Cut, das dauert ja noch ein bisschen. So, da melde ich mich zurück und zwar tatsächlich Rolf Zukowski, also kenne ich sogar selber die Musik von dem. Ich sage nur Zebrastreifen oder Du da im Radio, ne? Sind zwei kleine Lieder, die ich kenne von dem. Ja, und hier ist halt Rolf Zukowski gekommen. Wir wollen Laterne laufen. Ich höre kurz rein, um nochmal sicher zu gehen, aber ich bin der Meinung, es ist von Rolf Zukowski tatsächlich. Okay, Leute, ich kann es tatsächlich bestätigen. Es ist tatsächlich, wie ich mir dachte, es ist von Rolf Zukowski. Und, ah, jetzt weiß ich auch, warum Steam so geruckelt hat, weil natürlich auch das Spiel so geruckelt hat. Ist ja klar. Das hat Tobi wieder reingeschoben und ja, ich würde sagen, wir speichern nochmal hier Schlüssel. Wie gesagt, kommt, wir wollen Laterne laufen, Rolf Zukowski. Schönes Lied, aber ja, kann und darf ich nicht im Hintergrund laufen haben oder darf nicht vorkommen. Sonst habe ich ganz schnell wieder Probleme mit Copyright. Warum läuft es jetzt so flüssig, als würde es kein Morgen mehr geben? Na gut, Zeolit fehlt noch ein bisschen. Und Osmium braucht sowieso noch einen ordentlichen Schuss an Ladung. Dann will ich doch mal ganz kurz Osmium holen. Na super, das war ja auch eine gute Ladung. Vielleicht, wenn ich wieder an der Basis ein bisschen herumbaue. In der Zeit sammelt sich das ja.
Also sprich am Straßennetz. Aber der zweite Schrank fängt jetzt endlich an, quasi. Und da muss ich sowieso noch mein Lager mal weiter voranbauen. Also da habe ich auch noch Schränke zu füllen. So. So, dreimal Titan, ein bisschen mehr Eisen und Kobalt brauche ich noch und dann habe ich auch wieder das nachgerüstet. Ah gut, so mache ich das jetzt eine ganze Weile und dann passt das auch irgendwann. Frag mich gerade vor allen Dingen eins, ob und wiefern ich mich hier nach unten bauen kann auch. Weil ich muss ja schließlich auch den zweiten Aufgang jetzt auch mal so langsam anfangen zu bauen. Anfangen zu bauen, das wollte ich sagen. Also wenn ich nach unten gucke, dann baue ich es auch ran, richtig? Gut, sehr schön. Und wenn ich dann jetzt noch eine Leiter baue, was nicht geht, weil ich kein Eisen mehr habe, dann würde es auch funktionieren. Okay, ich muss nach oben gucken. So, Lithium und Kobalt, Lithium und Titan. Eigentlich bringt es fast schon was, die Kiste hier vorne abzubauen. Die da hinten hinzusetzen. Weil da brauche ich ja die Ressourcen eher. Gut, Leute, aber das ist jetzt nur Vorbereitungsstuff, also nichts Relevantes. Deswegen würde ich sagen, gehen wir wieder auf anderes ein. Und zwar will ich jetzt die Bohrer so langsam mal in der Iridiumhöhle so langsam mal austauschen. So wollte ich sagen. Das heißt, ich brauche nochmal ein Osmiumstab. Ah, deswegen bin ich ja halt gerade bei Automatik und so. Ja, okay. Vergesst, was ich gerade gesagt habe. Muss erstmal gucken, dass der Rest einfach schon vorhanden ist.
Falsch abgebogen. Wenn man sich in seiner eigenen Basis schon nicht mehr auskennt, so gefühlt. So, trotzdem, ein bisschen was haben wir gekriegt. Sehr schön. Und ich sag mal so, sobald wir Überschuss haben, also eine Überschussproduktion, dann können wir auch sagen, okay, wir produzieren das und das. Und ich glaube, ich habe noch eine genialere Idee. Will übrigens mal ganz kurz gucken, was ich übrigens meinte beim letzten Mal. Bakterienprobe, genau. Ich frage mich gerade, ich sollte doch eigentlich, wenn ich hier ein Automatikding hinstelle, sollte er doch das grandioserweise abgreifen können, oder? Ich bin mir da jetzt nicht sicher, weil im Endeffekt sind hier ja genügend davon, um halt diese Bakterienproben zu machen. Na gut, aber egal. Ich sammle erstmal weiter Bienen. Ah komm, den Honig sammle ich auch wieder ein, sonst tue ich da nachher doppelt und dreifach rein. Wundere mich dann, dass da noch was drin ist. Alter. Ja, moin erstmal. Wohin mit dem ganzen Honig? Ich brauche noch einen Schrank. Und zwar ganz dringend. Ja, okay, ich gehe mal nach oben. Jetzt habe ich zumindest einen Honigschrank hier unten und einen oben und ihn und hast du nicht gesehen, ne? So, warte mal, hier sind noch massig ungenutzter Biokunststoff, 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 dann kommt hier Honig am besten. Honig. Schreiben sollte man auch können. So. Stoff 2. 3. Und 4 und hab somit ein zu wenig. Okay. Stoff V. C. Stoff V. Wieder alles raus. Ja, hier alles rein. Störung C. Störung V. Und hier kommt noch eine 5 ran. Sorry, musste kurz niesen. Aber ich speichere auch noch mal ganz kurz. Und dann will ich sagen, apropos Biokunststoff, ist da überhaupt was drin hier? Tatsache. Okay. Allerdings würde ich sagen, hier Honig, mache ich dasselbe Thema. Sollte ich jetzt hier gerade so viel quietschen, also unter anderem mit der Tastatur, mit dem Stuhl, mit dem alles hier einfach, was quietscht bei mir. Meine Gelenke könnten es auch irgendwann sein. Ja, okay. Nicht so wirklich. So. Dann ist hier angesagt, das auf Baumrinde zu ändern. Hier Baumrinde 2 ranzuschreiben. Diese Baumrinde um einen nach vorne zu versetzen. Hier kann 3, 4 und 5 rein. Pilze mache ich so. Honig nehme ich hier raus. Packe ich hier rein. Gut, dann können quasi Pilze. Ja, dann packe ich das so. Beide leer gerade. Algen, 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 Algen. Das muss ich dann umdrehen. Genau.
Das heißt, Statue. Statue muss ich hier vorne irgendwo hinpacken gerade. So. Baum. Selbes Thema. Da muss ich dann auch nochmal sowieso eine separate Reihe machen wie bei den Blümchen. Wobei damit werde ich nicht annähernd so viel haben. Aber muss dann halt passieren. So, und jetzt hier Algen. Mal sehen. Pilz, Pilz 2, Pilz 3, 4 und 5. Das heißt, Algen, Algen kann hier bleiben. Hier kommt nochmal Algen und hier kommt nochmal Algen. So, das heißt, Pilz 3, Pilz 4, nein, ah, und hier Pilz 5. Algen 2. Das sind genau 1, 2. Boah, da bin ich gerade wieder auf die 0 gekommen. Das ist mir ja schon mal passiert. 3. 4. 5, genau. So. Da haben wir diese Reihe durchsortiert. Hier kommt. Genau, hier kommen noch Baumrinde 3, 4 und 5 hin. 3, 4 und 5. Da haben wir das auch mal durchsortiert. Dann kann ich grandioserweise das eigentlich sagen, dass es passt, ne? Genau. Ich muss das sowieso alles immer noch ein Stück weiter verschieben. Man sieht das ja noch in Zukunft. So, dann speichere ich mal ganz kurz. Hast du lieber von der Zeit noch alles? Ja, es passt noch. Ah, jetzt hole ich mir noch mal die Bienen. Für die brauche ich eigentlich noch mehr Schränke, ne? Ja, weil der Schrank ist jetzt voll. Ist schon die Ironie an der ganzen Geschichte, ne? Dann baue ich mir oben einen Schrank hin. Jetzt ist es gleich ab. Und auch von der Kante kommt das hin. Sehr schön. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ne, hier sind noch ganz viele Plätze. Dann einmal Bienen. Ne, Albi. E. N-E-N. E. N. Ne? Bienen. Ja, gut. So. Honig ist ja auch inzwischen wieder auf meinem Inventar verschollen. So, und jetzt wird erstmal ordentlich hier draußen abgesammelt. Einfach weil ich gerade kann und weil ich hier draußen bin.
Eieiei. Das nimmt aber echt überhand dann. So. Honig. Honig. Bienen. Selbes Thema übrigens. So. Grandios. Ob ich da noch gegen ankomme? Ich glaube nicht. Aber immerhin weiß ich jetzt, wo ich Honig und Bienen herbekomme, je nachdem, was ich gerade brauche, wenn ich irgendetwas craften oder bauen will. Oh, und ich höre den Umzug. Deswegen mache ich kurz einen Cut und dann sehen und hören wir uns gleich wieder. Von daher, noch ganz schnell hier die 1, 2 einsammeln hier. Ich glaube, ich habe aber alle. Ja, gut. Dann würde ich sagen, noch schnell hier am Schrank die einsammeln und dann geht's gleich weiter. Von daher, bis gleich. So, Leute, weiter geht es. Wir haben ja hier nochmal Bienen mitgenommen. Ich lager die jetzt schnell um. Der Laternenumzug ist, denke ich mal, zu Ende. Ich habe jetzt komplett einfach abgewartet, bis die da zum, was weiß ich, x-ten Mal hier vorbeigetuckert sind. Hoffe, dass jetzt aber auch wirklich das durch ist. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich mir hier nochmal meine Serie parallel angeguckt. Also, die ich immer gucke. Und ja. Nope, ich wollte nicht das Steam-Overlay öffnen. Ich wollte einfach nur das Overlay öffnen eigentlich. Okay. So. Okay, grandios. Zweiter Schrank, zweites Glück. Ab zurück. So, der Bienenschwarm fliegt hier immer noch herum, fröhlich vor sich her. So, gut, jetzt ist alles komplett einmal geklärt worden. Und jetzt alles, was sich jetzt sammelt, sammelt sich, weil es sich sammelt. Gut, sehr schlüssige Erklärung, aber ich glaube, ihr wisst nicht, was meine. So, und irgendwas sagt mir schon, oder irgendwas in meinem Gefühl sagt mir schon, dass wir einige Sachen für Tiere brauchen werden. Grandioserweise. So, nichtsdestotrotz mache ich grandioserweise nochmal einen kurzen Ausflug zum Osmium. Cool. Jetzt noch 2,5 Kisten und dann haben wir es geschafft. Was aber viel wichtiger ist, dass wir den nächsten Bohrer noch kriegen. Das heißt, ich brauche Iridium. Ich brauche Superlegierung. Aber vor allen Dingen
Brauche ich noch aus mit dem Rod. Das heißt, leider muss ich meinen Vorrat hier nochmal anbrechen dafür. So. Ein Aluminium kann ich hier rausnehmen. Überlegierung kann ich auch tatsächlich hier rausnehmen. 8. Und eine Iridium Rod kann ich hier rausnehmen. So, Titan nehme ich von draußen. Bisschen sehr viel Magnesium in letzter Zeit. Titan dazwischen. Ah, da aber. Cool. So. Na komm, das Eisen nehmen wir dann doch noch mal mit. Wenn schon hier liegt. So kriege ich noch mal einen Schrank mehr im Lager. Zusammen und Alter, da ruckelt das gerade. Denk gerade, ich spiele auf Low Quality. Also, selbst für ein nicht optimiertes Spiel ist das schon krass, dass es dann immer noch ruckeln muss. Eieieiei. So. Gut. Dann kurz dann wieder zum Osmium. Ich halte den Bohrer bereit. Und sage dem auch noch mal bitte Osmium. Gut. Und wenn ich schon hier bin. Und das ist alles Titan. Auch nur ein, zwei Eisen. Hier. Ja, noch ein bisschen mehr. Okay, sehr schön. Nochmal hier drüben ein bisschen gucken. Sieht man auch schön die Relikte der ohne Sauerstoffkleid hier so ein bisschen. Also, wo ich noch nicht so viel Sauerstoff hatte, diese ganzen Kabinen. Die kann ich theoretisch eigentlich auch alle abbauen und für meine Straßen nutzen, aber das zeigt eigentlich auch, dass ich hier wirklich aktiv auf dem Planeten was gemacht hatte. Deswegen, es ist quasi wie so eine Art Rückblick auf die vergangene Zeit. Also auf die, die wir hier drinnen verbracht haben im Spiel. So, ich glaube, das reicht jetzt auch. Eins, zwei, ja, genau. Drei Schränke packe ich da hin. Dann kann ich da nämlich einfach aus dem auch sammeln.
und muss es nicht ständig mit mir herumtragen dann. Oder zumindest nicht allzu weit herumtragen, sagen wir mal lieber so. Sehr schön. Gut, das heißt, auch das wird dann passieren. Dass sich Ressourcen da sammeln. Gut. Iridium selbes Thema, Zeolith muss ich gucken. Hätte ich gleich mit einsammeln können, sehe ich gerade wieder. So, und da ich ja Lagerkisten noch in meinen einer Basis habe, werde ich da auch noch mal was reinräumen können. Sehr schön. Ich speichere einmal ganz kurz. Vielleicht behebt das das Ruckeln ein Stück weit. Eieiei. Ah, cool. Als hätten wir das Ruckeln einmal kurz abgestriffen, ne? Habe ich noch ein bisschen Honig zum Naschen? Gut. Finde ich eigentlich schon wiederum prima fast. Okay. Was kommt denn jetzt? Noch ein Meteorhagel. Na gut, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt unendlich viele Minuten noch hier ins Spiel stecken, würde ich sagen, sehen und hören wir uns im nächsten Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Sars, haut rein und ciao. Tschüss.